Ja, und dann kommen jetzt hier noch ganz, 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 ganz viele Kommentare und Fragen zu meinen Mods. Also wirklich viele. Und PNs auf Facebook und Instagram und sogar E-Mails. Deswegen wird es jetzt hier eine Antwort darauf geben. Ich liste euch noch einmal alle Anbauteile des Dinger auf. Und als Referenz haben wir hier eine komplett blanke Stinger. Hier ist jetzt noch gar nichts dran gemacht. Und ich sag euch jetzt, was ich hieran ändern würde und in welcher Reihenfolge. Also welche Modifikationen ich hier vornehmen würde. Modifikation 1. Hier. Das ist eine ganz normale Schraube. Dazu bräuchte man dann immer einen Sechskantschlüssel, wenn sich die mal löst oder man ans Magazin will. Da gibt es eine super, super einfache Lösung, die ich euch wirklich ans Herz lege. Rändelschrauben. Könnt ihr einfach hier rausdrehen, die einsetzen und dann braucht ihr kein Werkzeug mehr. Dann könnt ihr es immer schön mit der Hand machen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für hier vorne. Da braucht ihr aber eine andere Schraube. Dann könnt ihr diese Madenschraube rausholen und könnt hiermit auch dann ohne Werkzeug immer schön manuell mit der Hand nachdrehen. Und das Beste ist, ihr könnt dadurch auch noch viel schneller den Wurfarm wechseln. Und jetzt kommt ein optionaler Geheimtipp. Also, hier ist alles optional. Und jetzt kommt der super geheime Vlad-Mod. An der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an Gerald Miesbach, den CEO von Steamboat, der diese Idee hatte und sich damit an Jörg Sprave gewandt hat, damit er diese Idee publiziert. Und das mit großem Erfolg. Das wurde sehr, sehr oft umgesetzt bei vielen. Ich war einer davon. Und zwar das. Ihr braucht im Grunde nur eine Metallsäge, eine Kunststoffsäge und nehmt hier ein Stück raus. Das hier ist sogar zu viel. Ihr müsst da wirklich nur so viel wegnehmen, wie dick der Wurfarm ist. Dann nehmt ihr eins dieser Wurfarmplättchen und klebt das hier dran fest mit einem doppelseitigen Klebeband. Dann geht das nicht verloren. Und ein anderes Plättchen setzt ihr euch an den Wurfarm, den ihr dann später einbauen wollt. Auch wieder mit doppelseitigem Klebeband. Und jetzt müssen wir im Grunde nichts mehr machen, außer das hier reinsetzen und die Schraube vorne festzuziehen. So. Und fertig. Na, also das ist der sogenannte Vlad-Mod. Und so könnt ihr dann auch wirklich schnell den Wurfarm entnehmen. Und dadurch könnt ihr die Stinger halt einfach auch auf kleinstem Raum transportieren. Das ist wirklich genial. Na, hier wieder raus und fertig. Ob ihr diesen Umbau macht, das müsst ihr wirklich für euch entscheiden. Für mich war es halt einfach genial, weil dann brauche ich nicht immer eine riesengroße Tasche mitzunehmen, wenn ich zur Shooting Range fahre und kann vor allem mehrere Geräte auf einmal transportieren in einer relativ kleinen Tasche. So, und jetzt kommt es richtig dick, weil Steamboat hat sich dann noch was Besseres einfallen lassen. Mittlerweile, das ist ein relativ neues Update, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar die Schnellwechselblöcke. Die habe ich hier bei meiner Tactical und das ist so, ja, einfach fertig. Rausgenommen, keine Schraube festziehen, nix. Dann setzt er sie wieder rein, die Schraube festziehen und das war's. Die Schraube vorne fällt dann weg, weil nämlich dieser Wurfarm hier durch das Magazin in der Position gehalten wird. Das ist richtig genial. Ist natürlich auch wieder optional, ne? Also wer meint, er braucht das überhaupt nicht, der muss es auch nicht kaufen. Ich weiß, das wird auch viele Leute geben, die wollen das Ding niemals mitnehmen und dann braucht ihr das auch nicht. Aber für die Leute, die es einfach mal mitnehmen wollen zum Schießstand, die das Ding mit in Urlaub nehmen wollen, die das mit dabei haben wollen, einfach oder im Auto haben wollen, was weiß ich. Ob das sinnvoll ist oder nicht, musst du selber entscheiden. Aber du kannst es machen. Das ist schon echt cool. Ein wirkliches Takedown-System und das bei so einem kleinen Ding, das ist einfach genial. Also von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung für. Ich brauche das quasi, weil sonst bräuchte ich ein Riesen-SUV. So ist schon super. Vielen Dank für die ständigen Updates, Steamboat, wirklich genial. Jetzt könnt ihr die Stinger auf jeden Fall besser pflegen. Und gegebenenfalls habt ihr jetzt sogar den Mod hier vorne, dann könnt ihr die sogar noch viel besser zerlegen. Was kann man denn als nächstes machen? Was ist mit dem Tuning-Trigger? Macht der Sinn? Ja, also das hier ist der 90er Pro-Bogen. Hier macht das Ding auf jeden Fall Sinn. Der halbiert das Abzugsgewicht nämlich mal eben. Und das ist beim 90er Bogen richtig geil, aber auch schon beim 55er Bogen macht das meiner Meinung nach Sinn. Wenn ihr jetzt nur eine Compact habt mit 35 Pfund und auch nicht vorhabt, da irgendwann mal einen anderen Wurfarm einzubauen, dann braucht ihr diesen Tuning-Trigger nicht.
Aber ich kann euch recht sagen, das Ding ist geil und erfüllt absolut den Zweck. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Gerade weil es auch recht günstig ist. Ich hätte einen anderen Preis erwartet für dieses doch wirklich sehr lohnenswerte Update. Einfach genial. Ne? Und genau das gleiche muss ich übrigens auch zum Wechselbuddy sagen. Ihr könnt, wenn ihr nämlich keinen Bock auf dieses Sägen habt, könnt ihr direkt den ganzen Buddy mit Aussparung kaufen. Und ich glaube für 39 Euro, also wirklich, wirklich ein fairer Preis. Ihr kriegt quasi den kompletten Grundkörper des Dinger mit dieser Aussparung schon drin. Da müsst ihr nichts machen. Da müsst ihr nicht sägen, ihr müsst gar nichts. Nichts abfeilen, nö. Das passt einfach, zack. Und auch das, fand ich, war wirklich ein super, super fairer Preis von das Dinger. Wenn man sich mal überlegt, was es uns ermöglicht und wie viele Leute tatsächlich sich genau deswegen eine Vlad geholt haben. Ne? Ich glaube, die beißen sich jetzt alle in den Arsch. Weil du es einfach für 39 Euro nachrüsten kannst und viel präziser bist. Doof gelaufen. Als nächstes wollen wir jetzt die Zielvorrichtung verbessern. Ja, hier, jetzt könnt ihr es auch mal sehen. Das ist Kimme und Korn. Das ist gar nicht mal so toll, muss ich sagen, weil das ist ja keine richtige Kimme. Ich sage immer, das ist, hier ist ein Korn und Korn. Ja, also, ja, Korn und Korn trifft es eigentlich ganz gut. Man trifft. Auch okay. Aber ich finde, da könnte man schon was Besseres machen. Und also gerade, wie man bei der Metallstinger ja gesehen hat, man kann wirklich was Besseres machen. Ne? Also, ich bin mal gespannt, ob Steambo sich hierzu bei dem Plastikmodell nochmal was einfallen lässt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, weil es ist nicht so wichtig. Man trifft ja, wie gesagt, auch. Die Metallstinger hat das ja schon, das neue Kimmel und Korn. Das ist auch echt geil. Also ich glaube, ich ärgere mich gerade echt ein bisschen, dass ich mir keine limitierte Sammleredition geholt habe. Andererseits bin ich auch ganz froh, dass hier nicht noch ein Stinger rumliegt. Und ich glaube, die Freundin auch. So. Aber ihr könnt natürlich hier sofort einen Red Dot draufsetzen. Dann habt ihr das Problem Kimmel und Korn erledigt. Und hier empfiehlt sich wirklich diese Position. Weil dann habt ihr einfach einen längeren Augenabstand und habt ein schön großes Sichtfeld. Das ist wirklich, wirklich sinnvoll. Also ich muss auch sagen, Leute, setzt das Red Dot da drauf. Ja, aber warum hast du das dann so? Weil es so cooler aussieht und ich somit auch treffe. Ist einfach so. Brauchen tut man es hier absolut nicht. Hier wäre der sinnvollere Platz, ja, aber es passt. Deswegen habe ich es hier. Wenn ihr auch das Red Dot hier haben wollt, dann braucht ihr hier diese Schiene. Und das ist auch ein richtig geiles Ding von Steambo. Danke, danke, danke. Als ich mir damals die Compact geholt habe. Und das war so ziemlich das Einzige, was ich diesmal nicht bei mir bestellt habe. Sondern wirklich dann beim Hersteller Steambo selbst. Ich habe mir fast entschlossen, dass ich nicht beim Jörg bestellt habe. Warum? Nur Jörgs Kunden haben diesen Deckel bekommen. Marktmacht. Hast du dir verdient, Großer. Aber natürlich schade für jeden, der nicht bei Gogan gekauft hat. Ja, und soweit ich weiß, sind jetzt Exklusivverträge ausgelaufen. Deswegen gibt es das Ding jetzt auch im Steambo-Shop. Und das Beste daran, das kostet 10 Euro. Und ich finde, da kann man auch so einen Blödsinn wie das hier machen. Geht. Und ihr könnt natürlich jetzt auch einen Scope draufsetzen, weil das Ding hat Vorneigung. Bin mir gar nicht sicher, ob es 1 oder 2 Grad sind. Aber das ist auf jeden Fall richtig geil. Ich finde, es funktioniert mit dem Red Dot genial. Also ich treffe einfach alles. Oder nicht alles, aber fast alles. Es ist einfach genial, es macht Spaß. Wir können auch einen Scope draufsetzen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ob das Scope von Steambo sinnvoll ist, weiß ich auch noch nicht. Das werden wir hoffentlich bald testen können. Und dann gucken wir uns noch mal ein paar andere Red Dot Empfehlungen an. Wenn ihr noch Ideen habt für ein Red Dot, schreibt es mal in die Kommentare. Dann kommt das auch mit in das Optiken-Video rein. Na, aber, also wie gesagt, so schlecht ist Kimmel und Korn auch nicht, weil, schaut mal, auf meiner Compact habe ich seit, bestimmt jetzt seit einem halben Jahr, kein Red Dot mehr drauf. Weil ich fast alles über die Hüfte mache oder halt wirklich so intuitiv. Macht halt auch am meisten Spaß, ne? Und dafür ist dieses Ding ja doch da. Also, wer will, holt ein Red Dot, wenn nicht, nicht. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Guck mal, das hatte nämlich letztens einer gefragt. Das ist das normale Leuchtkorn. Das ist mein Leuchtkorn. Warum habe ich ein grünes Leuchtkorn? Ganz ehrlich, weil ich einen Skin bei COD Mobile gesehen hatte
war ein roter Skin, aber ein grünes Leuchtkorn und ich fand es einfach geil. Ich finde, das macht was. Macht einfach so ein i-Tüpfelchen, der sich abhebt, ne? Hat irgendwie was. Das Leuchtkorn habe ich übrigens aus dem offiziellen Steamboat-Ersatzteil-Kit. Also, Red Dot, hier macht Sinn, hier sieht's cooler aus, aber da braucht ihr die Schiene auf dem Deckel. Apropos Schienen, ihr könnt hier und hier noch zwei, also jeweils eine Schiene, platzieren. Die Löcher sind vorgebohrt, von innen. Ihr müsst dann nur von innen einmal durchbohren mit einem 4mm Bohrer. Ist ganz einfach. Und dann sieht das Ganze so hier aus. Das sieht halt einfach optisch cool aus. Genau, das hat sich halt auch Jack Archery gedacht. Die haben kein Zubehör dafür angeboten. Warum auch? Sieht ja einfach cool aus. Aber Steambo hat auch passendes Zubehör. Lampe, Laser, bitte nicht in Deutschland. Ne? Also es gibt eine Universalhalterung, die könnt ihr da dran machen. Aber ist halt für eine Lampe. Würde ich euch wirklich nicht empfehlen. Was würde ich euch denn empfehlen? Die Dinger. Das sind Speedloader. Und das hier sind Köcher für die Speedloader. Und wenn ihr die bestellt, dann bekommt ihr direkt einen Speedloader dazu. Einen Adapter für Picatinny und auch einen Adapter für den Gürtel. Dass ihr die auch am Gürtel festmachen könnt. Ich mache mir die immer hier vorne dran. Dann einfach mit einer Schraube fixieren und einer Mutter gegenkontern und das Ding hält. Und das ist wirklich cool, weil dann habt ihr mal eben 5 bis 10 extra Schuss. Außerdem wird es für die Schienen hier bald auch das Steambow-Messer geben. Das gibt es momentan noch nicht. Es ist angekündigt und es befindet sich schon 350 Mal im Umlauf. Nämlich nur in der Sammleredition ist das jetzt zu finden. Dann hat man echt ein cooles Messer hier. Ich hätte es echt gerne mal in der Hand gehabt, aber ich glaube, die Chance ist vorbei. Ich glaube, die Sammlereditionen sind alle weg. Schade. Mal gucken, wann das Messer für den Normalbürger kommt. Ja, und jetzt sind die Schienen hier oben auch schon fertig. Kommen wir jetzt zu der unteren Schiene. Und hier habe ich diesen Griff. Das ist ein Griff von Amazon, kostet knapp 10 Euro. Hat auch einen Schnellverschluss, also ihr könnt das auch ohne Werkzeug abmontieren und auch wieder dran montieren. Ja, so, mal ein bisschen weiter hinten. So weit vorne nicht. So, genau. Besonders cool bei dem ist, also er ist wirklich robust, da wackelt gar nichts. Ihr habt hier noch eine zusätzliche Schiene, die jetzt bei mir tatsächlich keine Funktion hat. Man könnte da jetzt noch, ich glaube, ich mache da mal die Kamera dran, das wäre doch cool. Und wenn ihr die Speedloader dran macht, dann schraubt sie auch fest. Ich glaube, ich mache hier echt mal die Kamera dran. Dafür könnte sie ganz gut sein. Ansonsten natürlich wieder für Lampe ganz sinnvoll. Aber Deutschland, keine Lampen. Und richtig geil bei dem Ding. Es ist ein Zweibein. Gut, das braucht ihr bei dem Ding wirklich nicht. Aber es ist einfach super praktisch, wenn ihr das abstellen wollt. Weil dann kann das Ding nicht umkippen. So, und jetzt kommen wir zum Schaft. Weil das wurde ganz, 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 ganz oft gewünscht. Und bevor wir uns jetzt aber die einzelnen Schäfte angucken, gibt es erst einmal einen Geheimtipp. Denn die Buffer-Tube ist leer. Ne? Die ist hohl. Da könnt ihr Sachen reintun. Zum Beispiel Sehnenwachs und eine Ersatzsehne. Je nachdem, was ihr für eine Spannhilfe habt, passt sogar die da rein. Ja, und dann ist es so, wir haben hier eine ganz normale Buffer-Tube. Das heißt, wir können den Schaft austauschen, wenn man denn will. Will man das, ist die Frage. Dieser Schaft hat gewisse Vor- und Nachteile. Erster Vorteil, er ist absolut super leicht. Da ist ja wirklich kein Schnickschnack dran, nix. Nachteil, er hat ein bisschen Spiel. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ja, und dann gibt es noch einen Vorteil, der gleichzeitig auch ein Nachteil ist. Und zwar diese Schulterauflage, die vom Profil eher an einen Schnitzelhammer erinnert. Ja? Also wenn man einen dicken Pullover anhat, dann ist das eigentlich ganz geil, weil das gräbt sich da gut rein. Das ist jetzt kein so dicker Pullover, aber hier ist auch noch ganz gut. Wenn ihr eine Lederjacke anhabt, ist das absolut genial, weil das beißt sich da richtig fest rein und es wackelt gar nichts. Das ist echt geil. Aber wenn ihr jetzt im T-Shirt oder im Sommer mit einem Tanktop schießen wollt, dann macht das nicht hier mit diesem Schnitzelhammer. Das hinterlässt hier so schöne, lustige Muster. Dann ist nicht ganz so angenehm auf Dauer. Ja, aber wie gesagt, das sind standardisierte Schäfte. Die könnt ihr einfach austauschen. Und viele sagen immer, nee, kann ich nicht, ich kann den doch nicht abziehen. Dann mach doch mal den Hebel nicht so rum, sondern so rum. Dann kannst du es nämlich rausziehen. Ne? Ja, gucken wir uns mal so die Röhre an. Also normaler Druck. Da geht es so tief rein.
wenn wir das jetzt so rumziehen, dann versenkt das richtig im Boden. Und das ist übrigens bei allen Schäften so, ne? Also wenn irgendein Schaft nicht passt, dann müsst ihr einfach diese Schraube wirklich so weit runterziehen, wie es geht. Und jetzt kommt das, worauf sich, glaube ich, sehr, sehr viele gefreut haben. Und zwar meine Schäfte. Und das Coolste ist, ich habe seit 3 Tagen habe ich sogar noch 2 neue Schäfte, die ich euch auch wirklich gut empfehlen kann. Also, mein erster Schaft aus dem Lieblingsarmbrust-Video. Das ist der hier. Der hat hier eine Picatinny-Schiene dran. Und hier hat er ein Fach. Ja, das kann man hier so aufmachen. Ich habe da eigentlich immer Wachs drin. Ist gerade leer, deswegen füllen wir mal auf. Und einen Imbusschlüssel habe ich da auch noch drin. Ja, und da hat sich was verändert zum letzten Video. Weil zum letzten Video hatte ich hier noch 2 Picatinny-Schienen drauf. Die habe ich völlig unfachmännisch mit Heißkleber, schwarzem Heißkleber festgeklebt. Und wie man sieht, hat das nicht so gut gehalten. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil die ist ja, also der Schaft ist ja jetzt hier auf der Survival und hier brauchen wir auch gar keine Wangenauflage, weil es hier kein Magazin gibt. Und hier ist der Schaft wirklich ideal. Man hat jetzt hier noch Werkzeug, falls man das Werkzeug in der Survival mal verlieren sollte und zusätzlich Rail Loop. Der Schaft hat halt auch ein sehr weiches Kissen, das ist sehr angenehm. Und er hat hier außerdem eine Slingaufnahme. Hier eine Slingaufnahme, also hier ein Loch für eine Slingaufnahme, hier genauso. Und da könnt ihr dann solche Slingaufnahmen einklicken und dann eine Sling dran machen. Was mir bei dem Schaft noch besonders gut gefällt, sieht man jetzt hier nicht so gut, weil es das Olive Color Kit ist, also was hier verbaut ist, nicht hier. Sieht man jetzt hier nicht so gut, weil es das Olive Color Kit ist, was verbaut ist, aber das hier und das Teil sind beide Originalteile von Steambo, die ich an diesen Schaft montiert habe, um einfach noch diesen farblichen Akzent zu setzen. Wenn ihr das Olive-Farbkit habt, dann fällt das gar nicht mal so sehr auf. Wenn ihr das mit dem Orangen machen würdet oder mit dem Roten, dann sieht das richtig cool aus. Mein roter Schaft, den habe ich mal modifiziert, so dass der auch wirklich eine schöne Auflage hat. Wirklich ein Auflagekissen. Und hier wieder genau das gleiche, hier sind die Farbteile getauscht worden, damit das Ganze einfach nicht so überladen knallig rot ist. Habe ich hier original schwarz und halt dieses Kissen. Sieht ganz cool aus, aber ihr wisst, das rote Farbkit ist auf meiner Compact, da hat man keinen Schaft. Deswegen liegt der gerade ungenutzt rum. Ja, kommen wir zum nächsten Schaft. Der Schaft macht an der Survival hier eigentlich keinen Sinn, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und nicht so lose wie jetzt bei der roten. Das ist halt wieder die Survival, heißt man braucht hier eigentlich gar keine Kinnauflage. Aber das zeichnet nämlich diesen Schaft aus. Also erstmal, er hat auch wieder ein gummiertes Auflagekissen, sehr angenehm. Und hier gibt es auch wieder Aufnahmepunkte für Slingadapter. Und ja, wer genau hingesehen hat, dem ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass hier so Schrauben sind. Und die kann man lösen, das Ding hochschieben, auf gewünschter Höhe. Wie gesagt, für die Survival ist die gewünschte Höhe halt einfach ganz niedrig. Also, es macht hier keinen Sinn. Aber bei einer Stinger mit einem Magazin macht das auf jeden Fall Sinn. Weil die kriegt ihr auch richtig schön hoch und habt ihr wirklich eine gute Wangenauflage. Der ist auch echt cool. Verlinke ich euch natürlich auch. Ja, und jetzt mein neuer Lieblingsschaft. Dieser hier. Das ist, so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt hier die 2. Version von diesem Schaft. Also dem Schaft mit der Wangenauflage. Der hier hat halt auch eine Wangenauflage. Wobei man die leider nicht so gut verstellen kann. Also man braucht dafür Werkzeug. Und man kann dieses Ding nur kippen. Das bleibt immer hier fest. Also hier ist ein Anker quasi gesetzt. Aber ihr könnt es hier nach oben ziehen. Und das sind 2 Stufen. Das ist jetzt die 2. Stufe. Und dann habe ich das fixiert hier mit einer Schraube. Und dann verstellt sich da auch nichts mehr. Und ich muss sagen, fühlt sich einfach geil an. Richtig geil. Also wirklich, da kann man richtig gut. Einfach genial. Der Wolfgang hat mir mal gesagt, mach die Augen zu, such dir einen schönen Anker und dann mach die Augen auf. Und dann müsste es passen. Und es passt. Das ist einfach richtig gut. Das ist richtig geil. Also den kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Und ich finde, der sieht einfach geil aus. Ne? Also der macht schon was her. Ist natürlich auch wieder verstellbar. Klar, sind die alle. Hatte ich jetzt bei den anderen vergessen zu sagen. Bei dem ist auf jeden Fall so, der ist ein bisschen was straffer drin. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Schlecht, wenn man nicht ganz so stark ist. Dann hat man da schon vielleicht Probleme mit. Aber
besonders gut, weil hier hast du kein Spiel, gar nichts. Wirklich gar nichts an Spiel. Das sind so falsch eingestellt. Hier hast du nämlich gar kein Spiel, ne? Das ist richtig geil. Und durch diese Möglichkeit, das hier mit der Schraube zu fixieren, da tut sich halt auch nichts, ne? Also den kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Das ist mein absoluter Lieblingsschaft. Und auch hier gibt es halt wieder so ein Ding für die Slingaufnahme, ne? Ich probiere mal, ob das Ding überhaupt funktioniert. So, also ganz normaler Sling-Adapter. Passt. Cool. Bei dem hier haben wir es jetzt noch nicht getestet. Überraschung, es funktioniert. Ich habe euch diese Schäfte auf jeden Fall aus Fernost verlinkt. Da kommen sie auch alle her, ne? Also es ist völlig egal, ob ihr das jetzt in China bestellt, bei AliExpress oder beim China-Händler direkt oder auf Amazon oder in irgendeinem Paintball-Shop. Das Ding kommt immer aus China. Aber ihr wartet recht lange. Also ich habe jetzt 2 Wochen hierauf gewartet, das ging. 2 Wochen darauf gewartet, das ging. Auf meinen ehemaligen Lieblingsschaft habe ich tatsächlich knapp 3 Monate gewartet. Also hier müsst ihr halt einfach abwiegen, was ist euch wichtiger? Ist euch wichtiger, Geld zu sparen? Oder ist euch einfach wichtiger, dass ihr das Ding schnell in der Hand habt und auch einen Kundenservice, wenn mal was nicht passt? Ich habe mich halt für China entschieden. Ja, wenn ihr es dringend habt, kann ich euch auf jeden Fall den RAMShop 24 empfehlen. Da habe ich nämlich mal schnell reingeschaut. Die haben das tatsächlich auch, so ziemlich alle haben die da. Die haben auch noch viel mehr Schäfte. Ich habe jetzt halt nur die hier zum Vorstellen da. Ich bin mir sicher, ihr werdet da auch welche finden. Und wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wo es sonst noch gut Schäfte gibt, verlinkt es auch in die Kommentare. Sagen wir mal, ihr habt jetzt das, 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 das und das und das und das. Was fehlt denn jetzt noch? Das Ding ist jetzt ziemlich so solide. Aber ihr seid noch immer auf 55 bzw. 35, je nach Version, LBS. Das können wir ändern.